Ja, hallo Freunde. Also es hat sich gezeigt, dass es doch noch Leute gibt, die sich für meine Meinung interessieren. Wir haben die letzte Zeit über die Ukraine gesprochen und da gibt es wirklich noch sehr viel zu sagen. Aber trotzdem möchte ich heute mal über mich selber reden. Zu mir sagen die Leute manchmal, Herr Hoffmann, von Ihnen redet man in 100 Jahren noch. Stimmt das wirklich? Wahrscheinlich stimmt es nicht. Denn worüber man in 100 Jahren redet, ist das kommunikativ erstellte Phantom von meiner Person. Ich habe den Bekanntheitsgrad nicht gemacht. Den Bekanntheitsgrad für dieses Phantom, sondern meine Gegner. Ich gucke sozusagen von außen auf mein zeitgeschichtliches Bild und ich kann mich daran nicht erkennen. Ich habe einmal einen Journalisten gefragt, seid ihr wirklich so blöd, dass ihr nicht erkennen könnt, was ich für ein Weltbild habe? Er packt mir immer wieder das nationalsozialistische Weltbild auf. Ich habe doch so viel geschrieben und wisst ihr, in der letzten Zeit hat sich da auch noch ein Professor für irgendwas, ein gewisser Uffe Jensen, erdreistet, mich auch noch als Holocaust-Leugner darzustellen, obwohl ich mich wohlweislich zu diesem Thema überhaupt noch niemals geäußert habe. So, und deswegen, und ich habe zu diesem Journalisten gesagt, seid ihr so blöd, es gibt so viel Primärliteratur. Ihr braucht doch nur das lesen, was ich geschrieben habe. Es gibt wohl kaum ein Thema, zu dem ich mich nicht schriftlich geäußert habe. Einige hundert Aufsätze im Netz, dazu viele Bücher. Warum lest ihr das nicht? Dann hat er zu mir gesagt, das wird nicht gelesen. Naja, da kann ich Ihnen nicht helfen. Die werden weiter dieses Phantom vom bösen Nazi und Verbrecher Hoffmann weiterhin pflegen und vielleicht noch länger als 100 Jahre aufrechterhalten. Aber ihr, liebe Freunde, ihr braucht ja nicht so borniert sein. Ihr könnt ja mein Schrifttum lesen. Ihr könnt ja erkennen, wer ich tatsächlich bin, wie ich wirklich gelebt habe und welches Weltbild ich verfolgt habe. Ich bin kein Nationalsozialist, weil ich die unselige Rassentheorie nicht teile. Sie ist nicht mehr zeitgemäß. Ich fühle mich beleidigt, wenn man mir das unterstellt, weil, wie gesagt, die wissenschaftlichen Erkenntnisse unserer Zeit, die sind klar dagegen, die zeigen auf, dass das Unsinn ist. So, nun bedanke ich mich erstmal für diejenigen, die meine Bücher gekauft haben. Meine Lebenserinnerungen Band 1 und Band 2 erfreuen sich großer Beliebtheit und sie sind im Moment, beide Bände sind vergriffen. Aber es gibt ja auch noch andere Bücher, die noch vielleicht viel aufschlussreicher sind, zum Beispiel dieses hier, Fromms Irrtümer. Ja, und das ist nur der erste Band, den zweiten habe ich noch nicht in den Druck gegeben. Das sind es Korrekturen zum zeitgeschichtlichen Werk von Rainer Fromm. Die Wehrsportgruppe Hoffmann, Darstellung, Analyse und Einleitung. Und in diesem Buch ist sehr viel journalistischer Unsinn aufgearbeitet worden und dieser Band ist auch reich bebildert. Ich empfehle dieses Buch, wenn ihr euch für die Entwicklung und für das tatsächliche Verhalten der Wehrsportgruppe interessiert. So, und dann möchte ich noch etwas, Moment mal,
Ich habe hier eine Liste von Büchern, die noch zu haben sind, die wir noch auf Lager haben. Und sehr wichtig ist auch, neben Fromms Irrtümern, ist auch ein Buch, haben wir das noch, die Analysen und ja, aber ich sehe das hier gar nicht. Ich sehe das gar nicht. Also es gibt jedenfalls ein Buch von mir, Analysen, Moment, da steht es. Wo ist es? Da unten. Politische Analysen und Visionen mit 35, selbst korrigiert mit 65 und dann nochmal mit 73. Und das ist sehr interessant, weil da erkennt man den Werdegang meiner, der Wandlung meiner politischen Überzeugung auch. Also ich sage es nochmal, ein Nationalsozialist war ich nie, aber ich habe mich nicht dazu hergegeben, denn das Dritte Reich im großen Ganzen vollkommen zu verteufeln. Wir dürfen nicht vergessen, es waren auch Sozialisten. In seiner Zeit hatte es seine Berechtigung, die rassischen Vorbehalte und Vorstellungen, die herrschten damals in allen europäischen Staaten. Also nur das Hitlerreich hat es eben einfach konkret bedauerlicherweise in Gesetze umgesetzt. Hätten wir es nicht getan, würden wir heute ganz anders dastehen. So, und nochmal zurück zur Ukraine, einmal indirekt. Da gibt es eine sehr mutige Frau, die Sarah Wagenknecht, die sehr viel aufs Spiel setzt. Inzwischen gibt es ja schon solche Überschriften, man nennt sie schon eine Gefahr für die Demokratie. Ja, die Leute müssen sich langsam darüber klar werden, dass auch die Staatsform der Demokratie und die Wirtschaftsform der globalisierten freien Marktwirtschaft ihre Zeit hatte. Das ist vorbei. Sie wissen es nur noch nicht. Und wenn ich als ich bin kein Gegner von irgendwas, ich befürworte es nur nicht. Ich habe auch nie, wie man mir unterstellt, den Kampf gegen das System geprobt. Ganz im Gegenteil, ich war nur nicht damit einverstanden und ich habe es nicht für zweckmäßig gehalten. So. Und diese Sarah Wagenknecht hat eine Demonstration durchgeführt und einen Aufruf erlassen. Wenn es richtig ist, was man sagt, dann haben immerhin 50.000 Leute teilgenommen. Und was ich sehr schön finde, natürlich haben sich auch viele nationaldenkende Leute darunter befunden, aber sie waren klug genug, ihre Symbole zu Hause zu lassen. Ich möchte die Zielsetzung der Sarah Wagenknecht ausdrücklich unterstützen. Teilnehmen konnte ich nicht. Und wenn ich es getan hätte, dann hätte man es ihr übel angerechnet. Es wäre ein Fallstrick für sie geworden. Aber ihr alle, ihr könnt es unterstützen. Nein, alle wollen, dass der Krieg in der Ukraine sein Ende findet. Man kann einen Krieg nicht beenden, indem man ihn mit laufender Zufuhr von Waffen nährt. Immer mehr und immer gefährlichere. Die Feuerwehr löscht einen Hausbrand auch nicht mit Benzin, sondern mit Wasser. So. Und wenn die Herrschaften davon träumen, von Rückgewinnungen und dass die Russen da erstmal wieder heimgehen müssen, ja, dann hätten sie diesen Krieg nicht provozieren dürfen, dann wären die Russen gar nicht erst gekommen. Das ist meine bescheidene Meinung dazu, die auf meiner eigenen Analyse beruht.
Die NATO ist eben nicht so ein friedlicher Verein, wie sie uns glauben machen möchte. Es wird das ewige Ziel verfolgt. Amerika möchte die Russen auf der Welt als Mitspieler vertreiben. Aber das Gegenteil wird geschehen. Wie viel Zeit haben wir noch? Naja, dann machen wir jetzt Schluss und ich setze dann nochmal an.